Herzlich willkommen zu diesem Video. Es soll hier nochmal ganz kurz um den Unterschied zwischen Prozessen und Threads gehen. Das ist eigentlich bekannter Stoff. Sie haben höchstwahrscheinlich eine Vorlesung über Betriebssysteme gehört und dort war das Thema, was der Unterschied zwischen einem Prozess und einem Thread ist, wahrscheinlich sehr ausführlich Gegenstand der Vorlesung. Ich möchte es hier nochmal zur Sicherheit ganz kurz wiederholen, um da so ein bisschen deutlich zu machen, worum es eigentlich geht und was auch für Probleme eigentlich mit Multithreading einhergehen. Das kann man eigentlich sehr schön an Grafiken sichtbar machen. Also dieses Video, Ziel, Prozesse und Threads unterscheiden. Hier auf der Grafik, die ist so ein bisschen angelehnt an eine Grafik aus einem Betriebssystembuch vom Professor Silberschatz. Steht hier oben drüber. Und hier ist mal dargestellt, Sie haben hier einen Prozess. Also das heißt, der Prozess ist eine Verwaltungseinheit, wo Sie nebenläufige Programmierung mitmachen können, die vom Betriebssystem verwaltet wird. Also das Betriebssystem verwaltet seine Prozesse und mit Prozessen macht das Betriebssystem erstmal Nebenläufigkeit. Ne? Also wenn Sie zwei Sachen parallel oder nebenläufig ausführen wollen, haben Sie halt in der Regel zwei Prozesse. Und dieser Prozess kann hier in dem Fall nur einen Kontrollfluss parallel ausführen. Und das ist dieser sogenannte Thread. Thread kann man sich also als Faden vorstellen, also einfach als eine Menge von Anweisungen, die nacheinander einfach sequenziell ausgeführt werden. Also ein sequenzieller Kontrollfluss ist hier so durch diesen Kringel dargestellt. Wenn Sie Kontrollfluss haben, brauchen Sie zwingend einen Stack, denn Sie wollen ja Unterprogrammaufrufe machen und Variablen zwischenspeichern und so weiter. Und da brauchen wir, also damit das geht, braucht man immer einen Stack. Man braucht jetzt in Java noch aus dem zweiten Grund einen Stack, weil auch die Rechenoperationen in Java auf dem Stack ausgeführt werden. Wenn Sie sozusagen ein normales Betriebssystem haben und keine Java Virtual Machine, brauchen Sie auch Register, denn in den Registern macht die CPU die Rechenoperationen, ne? Also addieren, subtrahieren und so weiter. Das läuft dann zum Teil, dass Sie einfach zwei Register oder Register plus Stack oder Register plus Speicherzelle dann addieren, subtrahieren oder sonst was damit machen. Also das brauchen Sie auf jeden Fall zwingend für so ein Thread. Dann verwaltet das Betriebssystem zu jedem Prozess eigene Daten. Also die Daten von einem Prozess sind völlig isoliert von den Daten eines anderen Prozesses. Also sie haben eigene Daten drin. Der Prozess kann vom Betriebssystem Betriebsmittel anfordern, wie zum Beispiel Datei-Handles oder ein Socket oder Hauptspeicherareale, dass man sich wirklich mehr Speicherplatz allokiert. Also ich kann mir Betriebsmittel verschaffen über das Betriebssystem und natürlich gehört zu dem Prozess ein laufender Programmcode. Ne? Sie führen hier irgendeine Main-Methode aus und der Code der Main-Methode, der ist natürlich gehört auch zum Prozess dazu. Also das ist mal so ein grobes Bild, was so ein Prozess ist mit einem Thread. Jetzt ist so ein Prozess eine sehr, sehr schwergewichtige Ressource. Sie brauchen also sehr viele Elemente vom Betriebssystem. Und jetzt brauchen Sie vielleicht noch mehr Parallelität, als Sie mit einem Haufen Prozesse hinkriegen könnten. Und hat man schon vor einigen Jahren das Multithreading eingeführt. Das heißt, da konnte ein Prozess plötzlich mehrere parallele Kontrollflüsse haben. Das heißt, der Prozess hat mehrere Programmsequenzen, die nebenläufig ausgeführt werden. Das heißt, mehrere Threads sind drin, auch hier wieder angedeutet durch diese gekringelte Linie. Also stellen Sie sich wirklich vor, das sind mehrere Anweisungsfolgen, die nebenläufig ausgeführt werden. Und damit das geht, braucht jede von diesen parallel oder nebenläufig ausgeführten Anweisungsfolgen einen eigenen Stack und um rechnen zu können, normalerweise Register. Aber wenn Sie einen Prozess mit mehreren Threads haben, bedeutet das, die Threads teilen sich die Daten und teilen sich auch die allokierten Betriebsmittel vom Betriebssystem. Und wenn sich parallel Daten teilen, haben Sie parallel schreibenden Zugriff eventuell auf gemeinsam genutzte Datenstrukturen und da können Sie auf jede Menge Widersprüche stoßen und da kann vieles schief gehen. Sie können Race Conditions kriegen, also dass sich die Threads gegenseitig die Daten überschreiben oder sich gegenseitig in inkonsistente Zustände bringen. Und wenn Sie sich dagegen schützen, fangen sich wieder neue Probleme ein, wie Deadlocks zum Beispiel. Also es ist nicht ganz einfach, deswegen ist das ja auch ein großes Kapitel in der Betriebssystemvorlesung, wie man damit umgeht. Und Sie beschäftigen sich ja da umfangreich beispielsweise mit Konzepten wie Semaphoren und Mutexen und so weiter. So tief würde ich jetzt hier gar nicht einsteigen wollen. Aber nur grob, dass wir mal die Begriffe da haben. Deswegen habe ich es hier gezeigt. Dann muss man nochmal unterscheiden zwischen der Kontrollflussparallelität. Sie haben es ja auf der Grafik, auf der Folie davor gesehen. Wenn Sie mehrere Threads parallel haben, also mehrere Kontrollflüsse, die gleichzeitig laufen, dann haben wir eine Kontrollflussnebenläufigkeit.
Also das heißt, Sie können ja mehrere Tasks, also Programmschnipsel, nebenläufig ausführen. Und die können also verschiedene Dinge tun zum selben Zeitpunkt. Also einer kann I/O machen, der nächste rechnet was aus und ein übernächster macht ein anderer I/O. In Java verwenden Sie typischerweise nicht mehr. Früher haben Sie immer so die Klasse Thread programmiert mit dem Runnable. Das macht man heutzutage eigentlich nicht mehr, sondern Sie nutzen eigentlich immer das Executor-Framework. Da steigen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Und genau die Programmierung, wie das geht mit den Abstraktionen, das kommt dann gleich in den nächsten Videos. Erspare ich Ihnen jetzt mal, sonst wird das ja alles zu lang. So, was wir nicht machen explizit hier, ist die sogenannte Datenflussnebenläufigkeit. Das heißt, Sie könnten ja zum Beispiel eine Matrix oder eine Vektormultiplikation machen, dass Sie einfach zwei, also einfach nicht ein Byte mit einem anderen Byte addieren wollen, sondern Sie wollen gleich 100 Bytes mit anderen 100 Bytes addieren. Also, dass Sie sozusagen Vektoroperationen vorhaben. Also listenartige große Mengen von Daten, Matrizen, Vektoren verarbeiten wollen. Und da haben die Entwickler von Java schon in Java 8 vor einigen Jahren die sogenannten Parallel Streams eingeführt. Nicht zu verwechseln mit den Streams, mit denen sie I/O machen. Und mit denen ist es jetzt möglich, als Abstraktion mit so Konzept der funktionalen Programmierung jetzt plötzlich Programme zu schreiben, die auf einem Datenfluss arbeiten, und bei dem Datenfluss werden die Operationen parallel ausgeführt. Also zum Beispiel eine Vektormultiplikation. Ob das dann unter der Haube genauso ist, weiß ich nicht. Interessiert eigentlich auch gar nicht. Um diese Art der Parallelisierung kümmert sich die Java-Innereien, die Implementierung des JDK kümmert sich darum. Und das sind die Java 8 Streams, aber um die geht es hier überhaupt nicht. Also das heißt, das ist Gegenstand einer anderen Vorlesung. Also was wir machen, ist Kontrollflussparallelität in einem Server. Ein Server verarztet 100 Clients, dann brauchen Sie vielleicht 100 parallele Threads. Vielleicht nicht ganz 100, das kriegt man geschickter hin, aber so ungefähr. So, jetzt geht's dann, jetzt wo wir fertig sind, so mit den Grundkonzepten, geht es jetzt in die Programmierung, und jetzt schauen wir uns mal an, wie das in Java gemacht wird. Bis gleich.